Wir haben vier Campern aus dem letzten Camp Fragen gestellt via Zoom, wie es denn ihnen im Camp so ergangen ist. Wir haben das Ganze zusammengeschnitten und das möchten wir euch jetzt gerne zeigen. Am Schluss des Videos zeigen wir auch immer einen Ausschnitt aus einem Song, den sie aufgenommen haben. Und die erste Camperin ist Victoria. Sie schaut in Wien bei mir im Studio immer wieder für Sessions vorbei. Und ihr war es ein Anliegen, nicht nur Einzelsessions zu haben oder mal einen Workshop, sondern intensiv eine Woche lang in das Training an der Stimme einzutauchen. Und es war cool zu sehen, was dadurch bei ihr passiert ist. Aber wir starten mal mit der ersten Frage an Victoria. Es schaut wirklich so aus wie auf den Bildern. Wow! Und da darf nicht so Wochen sein. Ich habe nicht hin und wieder mal Gesangsstunden, sondern ich habe mal eine Woche, wo ich was auschecken kann. Mhm. Und wo ich ständig dieses Feedback kriege, nicht wie bei eben am Gesangsunterricht, wo ich einmal in der Woche, wann überhaupt hingehe, dann selber daran arbeiten muss und nicht einmal weiß dann, ob es eigentlich richtig ist oder nicht. Ich glaube einerseits durch das, dass das Haus einfach wie ein Traumurlaub ist. Also wir sind ja da alle hinkommen und wir haben uns gedacht, wir glauben unseren Augen nicht. Und dann gibt es ja dieses schöne Pool und man sieht dann das Meer und die Zimmer sind Glas und irgendwie man kommt so an. Und man weiß, okay, es ist wirklich Urlaub. Wir sind jetzt nicht nur da, um zu arbeiten, sondern wir genießen das einfach gemeinsam. Und einerseits auch natürlich das Programm, weil wir am Anfang der Woche ein Programm gekriegt haben und wir haben gewusst, okay, da sind unsere Sessions. Die haben sich zwar dann immer wieder ein bisschen geändert, weil wir einfach das so entschieden haben als Gesamte. Aber es war klar von Anfang an, okay, da sind ein paar Sessions, wo ich auch mal wohin fahren kann, wo ich nicht ständig da sein muss. Wir sind alle mit einem Rezept heimgegangen, mit einem Neichen. Dann war ich so, Jesse, wie machst du das eigentlich? Ich will nicht weg. Dass man schon vorbereitet wirklich kommt mit dem Song. Sie das schon ein bisschen ausgecheckt hat, ist es natürlich von Vorteil, weil dann kann man auf was ganz anderem aufbauen. Wir hüpfen ja eine Runde noch kurz in deinen Song, den du aufgenommen hast im Camp. Was war das noch für ein Song? Hold My Hand. War das Hold My Hand? Ja, yeah. Von Jesse Glenn.